herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Frau Ordnung. Ich war in den letzten Monaten sehr viel bei Kunden unterwegs zum Thema Digitalisierung. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, um die ganzen Fragen auf einmal zu beantworten, drehe ich heute dieses Video zum Thema rund um die privaten Unterlagen. Was muss ich eigentlich aufbewahren und muss ich überhaupt irgendwas aufbewahren? Als Privatmensch. Und in diesem Video erkläre ich Ihnen, welche Unterlagen Sie wie lange aufbewahren müssen. Ich möchte aber dazu anmerken, dass ich keine Steuerberaterin oder Rechtsanwältin bin. Das heißt, wenn Sie wirklich fachkundige Informationen haben wollen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder Ihren Rechtsanwalt. Generell gilt für Privatkunden zu sagen, es gibt keine Aufbewahrungspflichten, außer Aufbewahrungsfristen oder Möglichkeiten, Komma, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und mit der ersten Ausnahme fangen wir schon an. Das heißt, es dreht sich um das Thema Rechnungen. Welche Rechnungen muss ich als Privatkunde eigentlich aufbewahren? Oder muss ich überhaupt welche aufbewahren oder darf ich nur? Da ist es ganz einfach. Es ist im Umsatzsteuergesetz. Umsatzsteuergesetz, ja, gruseliges Wort, ist geregelt, in Paragraph 14b Absatz 1 auf Seite 5, dass Sie sich als Nichtunternehmer, also als Privatperson verpflichten, wenn Sie eine Werklieferung oder eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück für Ihren privaten Bereich erhalten haben, dann müssen Sie eine Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder ein anderes beweiskräftiges Dokument aufbewahren. Und die Aufbewahrungsfrist beträgt in diesem Fall 2 Jahre. Die Frist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. So, und jetzt nochmal für die ganz einfachen zusammengefasst. Wenn Sie eine Wohnung oder eine Immobilie besitzen oder mieten und es kommt ein Handwerker zu Ihnen und der schreibt Ihnen eine Rechnung, dann sind Sie verpflichtet, diese Rechnung für 2 Jahre aufzubewahren. Und die 2 Jahre beginnen aber erst am 1. Januar des Folgejahres. Beispiel, Sie kriegen am 14. Mai einen neuen Holzfußboden, 14. Mai 2022. Dann beginnt die Aufbewahrungsfrist für diese Rechnung am 1. Januar 2023 und endet am 31.12.2024. Wenn der Handwerker also schon im Januar kommt, dann bewahren Sie die Rechnung theoretisch, faktisch fast 3 Jahre auf. Aber so ist es nun mal geregelt. Und das ist tatsächlich die einzige Pflicht, die Sie haben. Rechnungen, die Sie aufbewahren sollten für 2 Jahre, sind dann zum Beispiel Rechnungen, auf die eine Gewährleistung läuft. Also Sie haben sich eine Waschmaschine gekauft oder einen Fernseher oder irgendetwas, was kaputt gehen könnte, dann sollten Sie diese Rechnungen 2 Jahre aufbewahren, weil 2 Jahre lang die gesetzliche Gewährleistung läuft. Das heißt, geht dann irgendetwas kaputt, Sie haben sich einen Schreibtisch gekauft und da ist die Tischplatte durchgebrochen, weil das schlechtes Material war, dann sollten Sie innerhalb von 2 Jahren nachweisen können, dass Sie diesen Artikel gekauft haben. Ebenfalls 2 Jahre aufbewahren, sollten Sie Quittungen von Gegenständen mit einem sehr hohen Wert, wenn Sie zum Beispiel eine Hausratsversicherung haben. Wenn Sie sich ein Bett für 5.000 Euro gekauft haben, dann ist es weder Handwerk noch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding kaputt geht, relativ gering. Aber jetzt haben Sie einen Einbruch, Vandalismus, Diebstahl, Hausbrände ab, whatever, und Sie müssen Ihre Hausratsversicherung in Anspruch nehmen. Dann müssen Sie nachweisen können, mindestens 2 Jahre, dass dieses Bett auch wirklich 5.000 Euro gekostet hat. Also, fasse ich zusammen, Handwerkerrechnungen müssen Sie 2 Jahre aufbewahren, alle anderen Rechnungen sollten Sie wegen der Gewährleistung oder Nachweispflicht ebenfalls 2 Jahre aufbewahren. So viel zum Stichwort Rechnungen. Kommen wir zum nächsten Stichwort. Und zwar das liebe Stichwort Steuern. Wie sieht es denn mit Steuerbelegen, Steuerunterlagen und Steuerbescheiden aus? Auch da gibt es eine große Ausnahme. Wenn Sie Besserverdiener sind, und zwar richtig Besserverdiener, das heißt, Sie verdienen mehr als 500.000 Euro im Jahr, dann sind Sie verpflichtet, Ihre Steuerunterlagen 6 Jahre aufzubewahren. Aber in dem Fall werden Sie wahrscheinlich sowieso ein
perfekten Steuerberater oder Rechtsanwalt haben, der Ihnen das schon lange gesagt hat. Das heißt, wenn Sie besser verdienen, sind über 500.000 Euro, müssen Sie Ihre Unterlagen 6 Jahre aufbewahren. In allen anderen Fällen empfiehlt es sich, die Belege, die Sie ans Finanzamt geschickt haben, damit Sie Ihren Steuerbescheid erhalten, die können Sie im Prinzip entsorgen, sobald der Steuerbescheid dann auch da ist. Die müssen Sie nur so lange aufheben, wie das Finanzamt kommen kann und sagen kann, reich uns bitte mal den Originalbeleg nach. Weil die wollen ja mittlerweile nicht mehr die Belege haben, sondern immer nur die Steuererklärung. Und die Belege muss man erst hinschicken, wenn das Finanzamt danach fragt. Also heben Sie diese Unterlagen bitte auf, bis Sie den Steuerbescheid erhalten haben. Den Steuerbescheid selber, den sollten Sie nahezu lebenslang aufheben, beziehungsweise bis Sie mindestens in Rente gehen, weil Sie damit ja nachweisen können, wann Sie wie viel verdient haben. Das ist der Hintergrund. Also die Unterlagen für die Steuer können Sie im Prinzip entsorgen, sobald der Steuerbescheid da ist und vor allem rechtskräftig. Die Steuerbescheide selber, die würde ich persönlich lebenslang aufbewahren. Das sind ja aber meistens nur 2 oder 3 Blätter Papier. Also da sind sogar 20 Steuerbescheide hintereinander für die letzten 20 Jahre nicht wirklich, die nehmen nicht viel Platz weg. Sind wir realistisch? Also das war Punkt 2, alles zum Thema Steuern. Dann ganz beliebte Frage, Kontoauszüge. Bankbelege, Kontoauszüge und Versicherungsverträge. Die sollten Sie mindestens 3 Jahre aufbewahren. Auch da ist der Hintergrund, das hat mit den Versicherungen zu tun, dass 3 Jahre oft solche Fristen sind oder Nachweispflichten, in denen Sie nachweisen müssen, ich habe zum Beispiel die letzten 3 Jahre meine Miete pünktlich bezahlt oder ich habe die letzten 3 Jahre mein Autoleasing pünktlich bezahlt. Da brauchen Sie nicht nur ein Jahr oder ein halbes Jahr. Deshalb sollten Sie diese Kontoauszüge auch im privaten Bereich 3 Jahre lang aufbewahren. Manchmal gilt ein Kontoauszug auch als Garantiebeleg. Also da sind wir wieder bei den 2 Jahren von den Rechnungen vorhin. Das ist das Thema Bankkontoauszüge und Bankunterlagen und generell Versicherungsverträge mindestens 3 Jahre aufbewahren. Da kommen wir jetzt aber zu dem letzten Punkt, und zwar, das sind die lebenslangen Unterlagen. Lebenslang aufbewahren oder zumindest bis ein entsprechendes Ereignis eintritt, sollten Sie folgende Dokumente, zum einen standesamtliche Belege, das heißt Ihre Geburtsurkunde, Ihre Heiratsurkunde, eine Sterbeurkunde der Eltern, was auch immer. Also standesamtliche Belege bewahren Sie immer, auch wenn Sie die digitalisiert haben, im Original auf. Genauso verhält es sich mit Punkt 2, Zeugnisse, also Abiturszeugnis, Ausbildungszeugnis, Studienunterlagen, Ihre Diplomierungsurkunde. Solche Belege heben Sie natürlich lebenslang im Original auf, auch wenn Sie diese digitalisiert haben. Digitalisieren und dann das Original ersetzen können Sie aber auch lebenslang aufbewahren. Renten- und Sozialversicherungsbelege. Also wenn Sie so eine Rente, diese jährliche Übersicht der deutschen Rentenversicherung oder irgendetwas ähnliches oder Ihre Sozialversicherungsausdrucke, die können Sie digitalisieren und das Original vernichten, Komma, immer unter den entsprechenden Voraussetzungen. Also da muss man tatsächlich einiges beachten. Ansonsten bewahren Sie diese tatsächlich auch im Original auf, und zwar mindestens so lange, bis Sie tatsächlich dann auch Rente beziehen. Dann kann man sich über solche Sachen wieder streiten, dann brauchen Sie keine Sozialversicherungsunterlagen. Aber Renten- und Sozialversicherungsbelege und Unterlagen am besten auch lebenslang oder bis dann zum Eintritt der Rente mindestens aufbewahren. Der nächste Punkt sind Gehaltsabrechnungen. Gehaltsabrechnungen wird ja immer einfacher. Die werden mittlerweile digitalisiert übertragen, direkt ans Finanzamt oder an den Steuerberater. Ansonsten bewahren Sie Gehaltsabrechnungen bitte mindestens bis zum Renteneintritt auch ein oder bis Sie eben diese Rentenbescheidsübersicht haben von der Rentenversicherung. Gehaltsabrechnungen gehören aber zu diesen Themen, die Sie tatsächlich am besten auch lebenslang aufbewahren sollten. Und der letzte Punkt sind, wenn Sie jetzt eine Immobilie erworben haben, zum Beispiel die Grundbuchauszüge, die Grundbuchunterlagen, die Immobilienkaufsunterlagen, das sind auch alles Unterlagen, die Sie lebenslang oder zumindest bis zum Verkauf der Immobilie
aufbewahren sollten. Ich persönlich, mir fehlt in dieser Liste noch das Thema Verträge. Also ich bewahre auch Kfz-Versicherungsverträge, Krankenversicherungsverträge, also alles, was so diesen dokumentarischen Charakter hat oder Notarverträge, was auch immer, die bewahre ich alle im Original auf. Das sind aber meistens Verträge, die irgendwann auslaufen. Also wenn Sie jetzt eine Privathaftpflichtversicherung haben, dann heben Sie den Originalvertrag auf, aber nur so lange, wie die Versicherung läuft. Vielleicht wechseln Sie die ja mal, dann müssen Sie die alten Unterlagen nicht aufbewahren. Wenn Sie ein Auto haben und das versichert haben und Sie haben das Auto verkauft, dann können Sie die Versicherung zu diesem Auto eigentlich wegwerfen. Das bringt überhaupt nichts mehr, die müssen Sie auch im Original nicht aufheben. Aber das war jetzt mal so zusammengefasst, welche Unterlagen Sie als Privatmensch aufbewahren müssen, welche Sie aufbewahren können, wie die Fristen sind. Ich hoffe, ich habe ja jetzt erstmal nichts vergessen. Falls doch, können Sie mich jederzeit erreichen per E-Mail. Dann schreiben Sie mir doch an die info@frauordnung.de. Da versuche ich gerne, Ihnen Ihre entsprechende Anfrage zu beantworten. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie einfach ein bisschen im Internet rum, fragen Sie Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt, wenn Sie bei Google suchen nach den Stichworten Aufbewahrungspflicht private Unterlagen, da finden Sie eine ganze Menge Treffer. Und ansonsten, wie gesagt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Zum Thema Digitalisierung privater Unterlagen, das hatte ich auch schon oft angesprochen, finden Sie in meinem Kanal ein paar Videos verlinkt zu dem Dokumentmanagementsystem Elo. Da können Sie gerne mal reingucken. Das empfehle ich definitiv für Privatkunden, weil das ist eine komplett andere Hausnummer als jetzt irgendwie Cloud oder Windows Explorer. Da sind Sie nämlich nicht sicher unterwegs, wenn Sie sagen, ich möchte meine privaten Unterlagen einscannen und das Original wegwerfen. Dann brauchen Sie tatsächlich ein komplettes, korrektes Dokumentenmanagementsystem dafür. Was genau das ist, wie das funktioniert, erfahren Sie, wie gesagt, in den anderen Videos. Ich habe die hier auch teilweise verlinkt. Dann hier oben kommt der Link immer. Und auch dabei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Meine E-Mail-Adresse haben Sie. Und es wird sicherlich in Zukunft auch noch ein Video geben zum Thema private Unterlagen in Elo archivieren. Da stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und viel Spaß beim Belege sortieren, dokumentieren, aufbewahren. Und jetzt wissen Sie, von was Sie sich trennen dürfen und was Sie besser aufbewahren. Herzliche Grüße, Ihre Frau Ordnung.